Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Spider-Man 2, Episode 2. Ja, wir legen gleich wieder los hier mit den ersten Aufgaben. Die Spider-Man-App von Miles Morales und von Peter Parker funktioniert nicht mehr jetzt nach dem Angriff von Sandman in der letzten Folge. Und wir müssen das erst wieder zum Laufen kriegen. Und ja, ein paar Leute in der Stadt brauchen jetzt natürlich auch noch wieder Hilfe nach dem Angriff und dem ganzen Sand hier. Die Reparaturarbeiten laufen schon, wie man hier sehen kann. Der Sand muss erstmal wieder weg, Feuer muss gelöscht werden. War ganz schön was los im Intro, also in der Tutorial-Mission. Leute, vielen Dank für den Daumen oben bei Folge 1 und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hier mit Spider-Man 2. Wir legen los. Netzsprung. So ein Chaos. Ja, echt, ne? Marco, was ist in dich gefahren? Aua. Da bin ich auf den Asphalt geklatscht. Gefunden. Was habe ich gefunden? Oh! Ich komme! Sekunde! Ziehen! Der hat auch jetzt Sand in der Hose. Jetzt schon. Danke. Okay, einen konnten wir noch retten. Spider-Man! Der Chief braucht dich! Der Chief? Aber eins steht fest. Spider-Man, die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Bin dran, Chief. Okay, ihr müsst da durch. Also, ich muss Platz schaffen für den Wagen oder was? Ui. Der hier muss weg. Geschafft. Dann gib Gas. Mr. Parker, ich brauche Hilfe, um die App wieder online zu bringen. Mhm. Was brauchst du? Das Dach an der Ecke von Worth und Lafayette. Wo ist das? Wie ist der Plan? Da. Die Telekommunikation wird noch stundenlang lahmgelegt sein, also erzeugen wir unser eigenes Netzwerk. Hast du dir was vorgenommen? Ja. Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der 7. Klasse davon, aber Plan? Seit 2 Minuten oder so. Reicht doch. Kurze Pläne sind die besten. Dafür bist du doch auf einer Schule für Begabte. Ich muss darauf. Wir laufen einfach hoch. Es sollte dort einen Starter geben. Was Allerdings. Ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar. Hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen will. Echt? Kenn ich den? Das Zeichen sagt mir auf jeden Fall noch nichts, was er da dran gepinselt hat. Okay, was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut. Du musst schnell etwas bauen. Hab dir die Pläne geschickt. Okay. Sind da. Sieht aus wie eine Spinnendrohne. Er hat in seinen Netzschießern einfach einen 3D-Drucker? Wir spionieren niemanden aus. Oh nein, alles mit Zustimmung. New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschaftsdatenpunkte. Klar. FRND. Habe ich gerade einen Freund gemacht? Hast du. Mein Ich aus der 7. Klasse war so cool. Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Danke. Dann ist das Signal klarer. Einfach ein 3D-Drucker in den Netzschießern drin. Mhm, klar. Oh. Ups, da bin ich daneben geflogen. Super. Das lokale Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Der neue kleine Freund in der Luft. Die Meldungen müssten jede Minute eintrudeln. Mhm. Die App geht wieder. Wir haben es geschafft. Wieder am Werk. Jawohl. Und jetzt checken wir, wer Hilfe braucht. Aufstieg. Nee. Alter, die Gebäude da einfach komplett halb eingerissen. Nur durch Sandman. Fertigkeitspunkt. Fertigkeitspunkt öffnen. Nice. Okay, Fertigkeiten. Du wurdest hochgeschuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, um neue Angriffe und Moves zu erlernen. Das ist der gemeinsame Fertigkeitsbaum. Er enthält Fertigkeiten, die beiden Helden nutzen können. Oh, die teile ich mir dann auch die Punkte. Und so, dass ich, wenn ich einspiele, der andere auch Erfahrungspunkte bekommt. Das wäre geil. Okay, jeder Held besitzt außerdem einen einzigartigen Fertigkeitenbaum. Navigiere zu Peters Fertigkeitenbaum.
Spider-Peitsche, ein Angriff, der mehrere Gegner in einen Luftkampf hochschleudert, ist ausgewählt. Gib deinen Fertigkeitspunkt aus, um diese Fertigkeit zu kaufen. Okay, ich gucke mal auf das Video da. Da nutzt er auch wieder seine Ärmchen, seine zusätzlichen Arme mit L1 und X. Mhm, okay. Läuft also alle Bonusfähigkeiten dann alles über L1, so wie auch dieser andere Tritt. Okay, den habe ich. Du hast Spider-Peitsche gekauft. Verdiene EP, steige auf und erhalte zusätzliche Fertigkeitspunkte, indem du Missionen abschließt und Gegner besiegst. Dankeschön. Spider-Ansturm, Spider-Peitsche. Das ist also der Fertigkeitsbaum von Peter. Hier ist der von Miles. Da haben wir das hier noch, den Venom-Sprint gegen den Gegner. Okay. Das ist der für beide. Der Katapultsprung, den kann beide benutzen. Das ist dann also viel auf Fortbewegung, Springen und sowas alles. Alles klar. Viel zu tun. Mit L1 kann ich dann hier noch auf Fähigkeiten gehen. Ah, das sind die. Da kann ich die dann zuordnen, ne? Hier ist dann Spider-Sperrfeuer drauf. Und hier unten dann die neue Peitsche. Mhm. Und für Miles ist da der Venom-Schlag. Okay. Dann haben wir hier die Mission. Eins nach dem anderen ist aktiv. Oberflächenspannung abgeschlossen. Das war der Angriff. Missionen 1 von 31 abgeschlossen. Da zeigen sie uns jetzt schon, wie viele es geben wird in der Hauptgeschichte. 31? Das ist ja voll Spoiler. 31 Missionen also. Und ich habe die erste. Gut. Move-List. Die kann ich noch. Die kann ich auch aus dem Kopf. Die ist genauso wie im anderen Spiel. Okay, hier haben wir die Karte. Finanzviertel. Da sieht man wieder, dass es hier in den Finanzviertel wieder Sachen gibt zum Sammeln. Sieht man da links ganz gut. 0 von 4 irgendwas. 0 von 1. 0 von 3. 0 von 2. Sieht nicht nach viel aus. Immer so einzelne Sachen. Einmal, wo es 3 und 4 gibt. Die restlichen Sachen sind recht wenig. Und dann hier in jedem Bezirk ähnlich aufgebaut. Mal schauen, ob ich hier auch wieder die Platin-Trophäe erhalten werde. Wenn es nicht wieder irgendwas mit New Game Plus ist, wie bei Miles, sollte ich das eigentlich hinkriegen. Nur das sieht doch übersichtlich aus. Gefällt mir. Okay. Da, eine Verbrechensmeldung. Einbruch. Rein da. Mit Flügel. Nice. Und runter. Na los! Auf geht's! Na los! Gleich welche, die Situation hier ausnutzen. So viel Chaos hier. Mit dem ganzen Sand. Wir haben jede Menge Zeit. Die Cops haben mit dem Sand zu tun. Genau. Räumen wir den Laden aus. Sag ich doch. Die haben mit dem Sand zu tun und die räumen gleichzeitig hier die Läden leer. Er ist hier! Zerquetschen! Zerquetschen? Luftschleuder. Waffendiebstahl? Nicht mit mir! Halt dich an den Plan! Wer gründet bitte einen Waffenclub in der Stadt? Ich zeig's dir, Spider-Man! Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Welch? Was denn? Wie einem Club für Komplimente. Ach so. Die schaden niemandem und sind umsonst. Er hat aber... Zum Beispiel, du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Wie der Fernkämpfer einfach dahinter steht. Klingt echt gut. Weniger Waffen, mehr Komplimente. Hochschauen! Hochschauen! Wow, alles okay, Mann? Nein. Ja, mit der Waffe muss man einen Finisher kriegen hier. Fress Sand! Aufpassen! Jawohl, das ist der letzte. Haben wir? Dass die so verteilt standen. Wollten das Sandchaos in der Stadt ausnutzen. Ja. Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Wüsste ich auch gern. Da kommen noch mehr. Heißen wir sie willkommen. Spidey-Style. Noch mehr für die Waffendings? Oh, er baut schon wieder was. Geräte. Verhindere Verbrechen, um Technikteile zu verdienen. Diese Teile kannst du für Herstellung starker Upgrades ausgeben. Mhm. Navigiere zum Höhenfluggerät.
gib Technikteile aus, um den Höhenflug zu kaufen. Werf mehrere Gegner in die Luft, um sie anfällig für Luftkombos oder zu Bodenreißen Angriffe zu machen. Okay. Du hast den Höhenflug erhalten. Besiege Gegner für die Chance, einen Geräteschuss zu verdienen. Ein Geräteschuss. Das kann auch noch verdienen. So wie die Komboleiste mit dem Heilen und Finisher und sowas. Alles klar. Details mit R. R1 und Dreieck dann zum Schießen. Ist da jemand? Der hat's aber eilig, ey. Mehrere. Du bist uns im Weg. Ja? Eine meiner Superkräfte. Im Weg sein. Geil. Okay, R1 und höchstens. Leute, meine App ist noch down. Ich weiß, ich arbeite an einer Lösung. Gib mir eine Minute. Ich melde mich. Oh Mann, ob er sauer auf mich ist? Manchmal sind Stress und Wut Geschwister. Halt einfach nach Notfällen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht, Miles. Nur konzentriert. Sagt Mom auch immer, wenn sie wütend ist. Komm schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? Mal nachdenken. Das war eine rhetorische Frage. Doch. Einmal haben wir bei dir dieses Brettspiel gespielt und du hast ständig verloren. Ich war nicht wütend auf dich, sondern auf das Universum. Natürlich auf das Universum. Können wir alle hochfliegen? Das wird ein mieser Tag für dich. Alle down. Höhenflug plus 1. Nice. Okay, nach links wischen, um die App zu öffnen, genau wie im ersten. Okay, die neue App wird kompiliert. Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Melden wir uns bei Miles. Melden wir uns bei Miles, also wechseln wir jetzt den Charakter. Im Schnellflug. Oder doch nicht. Da ist er schon. Da drüben. Sie konnte kaum atmen. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Schöne Aussicht, da vorne. Was R2 gedrückt und dann loslassen für aufgeladener Sprung. Okay, der Superman-Sprung. So, kommst du schnell hoch. Jo, du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß gerade viel los. Und ich hab Hunger und der Automat hat nur noch diese öden, natriumarmen Cracker. Oh Mann, wie blöd! Mhm. Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Cooles Wortspiel, das du noch nicht verstehst, aber das wird sich gleich ändern. Was für ein Looping noch. So kommt man ganz gut durch hier, durch die Häuserschluchten auch mit dem neuen Netzflieg-Dingern. Muss aber darauf. Ich laufe einfach nach oben. Ich habe mal die Kamera gerade. Hör auf, dich zu schwingen. Okay, und noch so ein Ding. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Hier ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? Unter dem Sand. Dann da der Haufen hier. Okay, räume den Sandhaufen weg. Mit Wasser. Mhm. Erstmal wegspülen hier. Da ist er, hab ihn gefunden. Okay, ich sehe den Starter. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. Noch ein Friend. Oh, hier startet er. Er macht einfach das gleiche wie Pete. Jetzt kapiere ich's. FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerkdrohne? Nah dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Rechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert.
Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Jo, also schliegen wir nochmal. Oh. Hat aber auch Speed drauf, ey. Und wieder nicht alle Kreise erwischt. Aber fast. Okay, lokales Netzwerk ist verbunden. Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs. Okay, jetzt können wir auch nochmal mit Miles ein paar Verbrechen machen hier. Wie schön die Stadt schon wieder aussieht, ne? Dahin haben wir das Empire State Building. Noch ein paar Brücken. Da wieder ein halbes Haus. Sehen wir von hier auch schon den Avengers Tower? Noch nicht. Aber da unten ist diese berühmte Kirche hier, oder? Hier, die da? Oder eine der berühmten Kirchen in New York hier. Bisschen sandig. Aber noch frisch. Oh, wieder solche. Laut den Jungs ist Spider-Man im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Ihr habt den zweiten vergessen. Es gibt zwei davon hey, jetzt. Hilfe gefällig? Die wissen wohl nicht, dass es davon zwei gibt. Okay, schnell antippen, um Netz zu schießen. Schlüssel wächst. Da vorne gibt's einen Schlüsseldienst. So viele Typen für einen Transporter? Ist doch übertrieben. Wie wär's? Naja, wenn ihr stattdessen einfach den Leuten helft. Ich mach dich alle. Holt mich raus. Holt mich raus. Aus dem Weg. Ich hab wieder eine Knarre dabei. Huch. Führe ein perfektes Ausweichmanöver aus, wenn dein Spinnensinn rot wird, um auszuweichen und automatisch ein Netz auf einen Gegner zu schießen. Das mache ich schon seit Anfang. Miko, seit Folge geht es dir gut? Ja, Ma. Und bei dir? Vorsicht, Auto. Sie. Ich helfe Gloria in Downtown bei Feast. Oh, hast du schon Mr. Sumida getroffen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spike bringt dich nicht ins College. Wird gemacht, Ma. Versprochen. Muss los. Es reicht! Zeit für die schweren Geschütze! Geschütze? Wir werden dich aufhalten! Der ist weg! Okay, Fertigkeitspunkt oder irgendwas vor der Augen angezeigt. Was kommt denn jetzt? Nach die dicken Schlagringe auch noch. Großer Typ! Aber nichts im Kopf! So, pariere! Erst kurz vor einem Nahkampfangriff, um den Gegner ins Wanken zu bringen. Eine frühe Parade ist weniger effektiv, um vorzufahren. Parieren mit welchem Passe? Mit Ausweichen? Wow. Jetzt gerade könnte ich in Physik abstrakte Gleichungen für hypothetische Situationen lernen. Coole Fähigkeit. Mach ihn fertig. Diese Art von Physik gefällt mir besser. Miles hat was drauf. Aber den Fetten hier kann ich leider nicht. Finish. Ist er down oder steht er wieder auf? Er steht wieder auf. Er schießt die Spinne! Schlechter Rat! Das hat er gespürt. Doch nicht so stark. Ah, ich wollte den Fetten treffen damit. Hat er die gleiche Dingsdrohne wie. Lass das doch mal. Ich wollte gerade gucken, ob er die gleiche. Alter, ihr macht das nicht gerade gut! Falls ihr euch umorientieren wollt, kenne ich einen Berufsberater! Welchen denn? Schalten wir ihn aus! Einer weniger. Er hat auch die Höhenflugdrohne, das wollte ich auch nur wissen, ey. Kommen hier noch welche? Okay, hab die App aktualisiert. Check das mal. Danke. Oh, coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. Mhm. In unserem Büro brennt es. Wir kommen nicht raus. Im Hochhaus gefangen. Ich sehe euch. Ich komme. Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Ist die Schule nicht schon aus, ey, solange wir jetzt schon unterwegs seid? Spider-Man! Rette uns! Dafür bin ich da. Irgendein
Kristallbrach durch die Wand und von deine Gasleitung getroffen. Ein Kristall? Ich sehe ihn mir an. Ein Kristall? Der Kristall ist da hinten. Wir haben nichts angerührt. So ein Sandkristall, den wir erschaffen haben? Da unten? Oh ja, das ist so einer. Der kommt von uns. Haben wir mit seiner Elektrizität und Sand und Wasser aufgeladen. Immer noch da? Hast du nicht genug, Marco? Ich glaube, das sind nur Rückbleibsel und nicht er wirklich, weil er wurde doch abgeführt, ne? Miles, MJ hier. Wollt mich mal melden. Ich kämpfe gerade wieder gegen Sandman. Ist der entkommen? Nein, ich bin beim Raft. Er sitzt vor mir. Aber ich habe so eine Ahnung. Moment, lass mich mit seinen Ärzten reden. Oh, nicht festhalten. Aua. Okay, jetzt bin ich echt sauer. Nice. Hab mit den Ärzten geredet. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Okay. Die Ärzte meinten, Marcos Geist sei zersprungen. Also, was? Buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aber die Ärzte sagen, wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus Sand gebaut ist. Ich muss alle Kristalle aus der ganzen Stadt wahrscheinlich einsammeln, um das zu beenden, die Quest. Und dann kämpft man halt immer gegen solche weiteren Klone von dem. Mhm. Okay, Marco. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Der Stein. Hier. Okay, zerbrechen. Eben war ich noch bei dir. Und dann warst du weg. Eine Erinnerung. Ein sprechender Kristall. Okay. Scheint ein Teil von Marcos Erinnerung zu sein. Der will doch auch eigentlich nur wieder zurück zu seiner Tochter, MJ, oder? Meinte, seine diese Tochter verloren, sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten. Okay, das ist wahrscheinlich... Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Okay, mach ich. Das sind wahrscheinlich alles ein Teil der Sammelaufgaben. In jedem Bezirk gibt es wahrscheinlich noch ein Sandkristall oder so. Okay. Ein Typ steckt in einer verunglückten Limousine fest. Keine Ahnung, wo der Fahrer ist. Hilfe, Rettung, den. Okay. Bin dran. Ist auch nicht so weit. Genki, ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley. Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein, du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. So, ist halt natürlich schwer, die ganzen Spider-Man-Aufgaben zusammen mit dem Privatleben und mit der Schule im Einklang zu bringen. Das ist die Spinne! Auf ihn! Gedrückt halten für Luftreißer. Ich mach ihn fertig! Paparazzi sind schlimm genug, aber Paparazzi mit Waffen? Wisst ihr eigentlich, wie mies ihr seid? Mach ihn platt! Warum könnt ihr die Leute nicht in Ruhe lassen? Da hat er immer geblockt. Aber den Venom-Schlag, den konnte er nicht blocken. Vorsicht. Wo waren das alle? Sehen wir uns mal den VIP in der Limo an. Können wir aufmachen oder Wasser? Gibt's hier wieder Rohre? Hallo? Jemand drin? Ich sehe gerade keine Wasserrohre mehr. Ja. Mit dem Scan.
Ich stand doch so schon davor. Und jetzt? Ah, jetzt war da was mit den Dingstasten. Ja. Wir ziehen einfach die ganze Limo aus dem Sand raus. Warum nicht? Das ist eine gepanzerte Limo, oder? So, sogar die Fenster sind noch heil. Oh, Jonah! Das muss ich Spider-Man sagen. In Ordnung, Mr. Jameson. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komm ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Hey, Spider-Man! Guck mal, wer da ist. Was? Wo bin ich? Spider-Man! Jonah, mein Sonnenschein. Alles okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann. Mach ein Foto davon. Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef. Manches ändert sich nie. Nee, Seien Sie bei denen nicht. Zu den Ärzten. J. Jonah Jameson hier, gerettet aus der Limo. Das ist ja geil. Jetzt ist er hier sogar mit zwei Spider-Man unterwegs, ein totaler Albtraum. Der kann jetzt wieder 3 Monate nicht richtig schlafen. Und rein in, ins Krankenhaus. Gegen meinen Willen! Ich war nicht... Bedrohungen! Ich bin umzingelt von Bedrohungen! Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin, habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin! Geh ins Krankenhaus. Was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Achte auf dein Herz. Und der Blutdruck und so. Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans, hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Alt. Super. Krass, ich hab's wirklich getan. Ganz schlechte Verbindung, ne? Hey, Genki. Wo ist Mr. Somida? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise. Was? Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Hab echt was verpasst. Oh Mann, ich kann das nicht sehen. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Direktorin Evans. Ja, dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und das wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Am ersten Tag schon? Keine zweite Chance? Alter, du bist Spider-Man? Muss schwer sein, einen Job zu behalten. Ach, wirklich? Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Ja, es ist nicht einfach, ey. Im Grunde hat er ja auch die, nicht nur die Schüler beschützt, sondern den Rest der Stadt auch, aber mit einem Kostüm an und nicht mit seinem richtigen Gesicht. Okay. Hey. Hey. Tut mir leid wegen des Jobs. Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Weiterhin. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu, beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Robbie sagte immer, zeig mir nicht die Stadt, zeig mir New York. Ja. Also hat er jetzt wieder
Aufgaben, Fotos machen, um Geld zu verdienen, weil er den anderen Job wieder verloren hat. Okay, Leute, das war Folge 2 von Spider-Man hier, Spider-Man 2. Ja, gab wieder ein paar Schlägereien, ein paar Straßenkriminalität hier ein bisschen gestoppt, die Straßenkriminalität aufgehalten. Oder die Kriminellen, die Waffendealer. Und noch ein paar Leute von dem Sand befreit. Und ja, machen wir in der nächsten Episode weiter und mal schauen, was uns die Bezirke hier sonst noch so geben. Hier, da sieht man das auch. Markus Erinnerung. Eine hier, eine hier, eine haben wir fertig, die war wahrscheinlich da. Markus Erinnerung, Sammelobjekt, oder ist das die, die wir fertig haben? 1 von 4. Ach, hier gibt es 4 von denen. Ja, das ist da, hier hat auch der Hauptangriff wahrscheinlich stattgefunden. Ja, guck mal, hier ist dieser Strand. Deswegen gibt es hier 4 von seiner Erinnerung und in den anderen Sachen einen, weil da immer so ein Teil abgesplittert ist. Okay, dann bin ich mal gespannt, was die anderen dann sind, die anderen Sammelaufgaben. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge von Spider-Man 2. Macht's gut, ciao.